Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Be Happy. Ja, geht direkt weiter für mich, für euch nicht. Die Water Princess stopfe ich direkt wieder rein. In der Hoffnung, dass ich da wieder was Zeug rauskriege. Dann stopfe ich das hier rein. Gut. Honeycomb, Honeycomb, Honeycomb. Alles da rein. 28 haben wir schon. Hierfür brauchen wir 32. Die muss ich aber. Nee, die muss ich nicht abgeben. Sehr schön. Die muss ich nur haben. Okay, Industrial Factory. Hierfür muss ich sie aber abgeben. Gut, und dafür brauche ich auch noch 64. Hier haben wir nochmal einen. Fehlen uns nur noch drei. Und 12 von den Damp. Von Rocky und Mundane fange ich jetzt gar nicht an. Hier ist noch mal einer. Fehlen uns nur noch zwei. Hier ist einer. Komm schon, Pien. Ihr werdet es doch wohl schaffen, hier noch mal einen schönen Komp rauszudrücken. Sehr schön. Jetzt kann ich nämlich nicht hier, sondern da im B-Restaurant die Industrial Apiary claimen. Und habe damit noch mal zwei Apiaries, die ich aufbauen kann. Muss ich jetzt gucken. Das müsste noch gehen für eine Biene. Dann muss ich hier eine hinstellen und dann irgendwie mit Stromkabeln verlängern. Redstone Energy Flux Duct. Gut. Dann kann ich hier reinstopfen noch eine Biene. Noch eine Forest. Stopfe ich hier rein. Und die Mystical stopfe ich dort hinten rein. Und dann gehe ich pennen, weil Nacht ist. Sehr schön. Ja, dann haben wir jetzt schon wieder ein bisschen was geschafft. Direkt zu Anfang der Folge. Das ist doch schön. Dampcoms fehlen uns noch ein paar. Aber das kommt mit der Zeit noch. Die Honeycombs packe ich erstmal hier rein. Den Redstone mache ich klein. Die beiden Maschinen müsste ich aufstellen, aber dafür habe ich noch mal keinen Anschluss frei. Hehe. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das Lilypad packe ich erstmal wieder hier drauf. Ich möchte die beiden Maschinen hier reinpacken. Die aus dem Inventar erstmal raus. Sehr schön. Industrial Factory benötige ich halt jetzt mehr Honeycombs. Hier ist einer. Hier ist einer. Hier muss ich neu ansetzen. Und hier ist Mystical durchgelaufen. Okay, Moment, das Ding kann weg. Dann kann ich nämlich die mit hier reinpacken. Toolbot habe ich ja schon. Einmal durchsortieren, fertig. Ist auch durchgelaufen. Entsprechend, ja. Gut, die kann dann auch wieder hier rein. Hier haben wir schon mal 38 zusammen. Es funktioniert immer schneller und besser. Okay. Machinery, nein. Back to the Basics. Kriege ich irgendwo hier ein Netherrack von irgendeiner. Moment. Jetzt muss ich gleich mal niesen. Entschuldigung. Im Sludge-Boiler könnte ich es kriegen, aber das war es dann auch. Schade. Dampcomp.
Hier ist alles okay. Gut. Ich habe gerade kurz gedacht, es wäre nicht alles in Ordnung. Das wäre schlecht gewesen. Hier sind überall noch Comps drin. Jetzt haben wir schon 40, fehlen nur noch 14. Die gebe ich jetzt einfach mal ab. Basics, die brauchten hier unten ja die Mundane und Rookie Combs. B-Restaurant, die brauche ich sie nicht. Industrial Factory Productivity Manual Submit. Damit fehlen jetzt hier tatsächlich nur die 14. 1, 2. Das ist irrelevant. Ich habe noch den Damp Comp hier im Inventar. Wollte gerade schon sagen, was ist da im Boden drin versteckt. Ja. Also Be Happy ist halt auf Dauer ein bisschen mit Warten verbunden. Ich könnte. Moment, Chisel ist doch hier drauf, ne? Gucke ich mal eben hier. Eisenchisel kann man machen. Obsidian Chisel kann man auch machen. Und dann werde ich, glaube ich, den Obsidian Chisel bevorzugen. Weil der nicht so teuer ist im Vergleich zum Rest. Auf Obsidian umstellen. Wasser rein. Lava rein. Auf Cobblestone zurück. Dann soll er mal wieder Cobblestone herstellen. Gut, dann kann ich nämlich jetzt den Obsidian Chisel herstellen. Gehen. Und hier habe ich noch Sticks. Mit dem einen Obsidian und dem einen Stick kriege ich einen Obsidian Chisel. Und kann jetzt hier diesen Cobblestone zu den. Welche Cobblestone Bricks habe ich hier? Line Cobblestone Bricks. Machen. Kann damit jetzt meine Plattform ausbauen. Sehr schön. Okay, was habe ich jetzt gemacht gehabt? Keine Ahnung. Ich würde gerne halt die Stromversorgung woanders hinpacken als den Rest. So dass quasi die Stromversorgung irgendwo ist mit den ganzen Solarpanels. Die ja aktuell hier noch alle rumhängen. Ich mache das jetzt einfach mal, so wie ich mir das vorstelle. Das weg, das weg, das weg, das weg. Die Stromkabel brauche ich alle gleich dort hinten für die Stromversorgungsgedönse. Einmal die normalen Hardnet rausholen, weil die kommen dann jetzt hier hin. So. Die Storage Cell kommt woanders hin, als sie gerade stand. Die kommt dann nach hier. Alles einmal so. Von links kommt der Input, von rechts kommt der Input, nach links geht der Output. Okay, und jetzt kommen hier die Redstone Energy Fluxdukte drauf. Die hänge ich erstmal hier so hin, um jetzt erstmal bisschen Strom hier zu erzeugen, um die Kiste im Gleichgewicht zu halten. Gut. 20, nein, die verbrauchen mehr inzwischen. 86, 86, nein, der braucht keine 86, der braucht nur 20. 106. Honey kommt mit rausnehmen. Honey kommt mit rausnehmen. Honey kommt mit rausnehmen. Damp kommt. So, theoretisch müsste sich die Speicherstelle jetzt auch wieder aufgeladen haben. Genau.
Die sind überhaupt nicht leer geworden. Das ist das einzig und allein dieses hier. Also da ist jetzt schon sehr viel Energie hinter. Also da wird uns vom Modpack-Hersteller genug Strom zur Verfügung gestellt. Weil es ihm halt darum geht, dass man das Ganze mit den Minen lernt. Was ich gar nicht so doof finde. Ich glaube, da sollte es einfach viel mehr von diesen Modpacks geben, die sich einfach nur damit beschäftigen, dass die Spieler lernen, wie diese Mechaniken einer einzigen Mod funktionieren. Das kann ich jetzt mal mitnehmen. Einmal hier ins Questbuch gehen, Manual Submit drücken und das waren doch 16 Stück. Ja, klar, passt nicht. Nein, reicht ja nicht. Ich brauchte 24. Da wird mir gerade eben auch gedacht haben, wie sollten wir brauchen noch 14. Weil ich ein Depp bin. Drone können beide da hinten in die Kiste. Einmal durchsortieren. Da habe ich noch mehr von dem Cobblestone. Juhu, einmal die Taste F7 anmachen, weil man dann feststellt, hey, hier fehlt irgendwie ein bisschen Gefackel. Sehr schön, jetzt ist wieder alles ausgeleuchtet. Jetzt warten wir wieder hier auf die ganzen Honeycombs. Uns fehlen noch 4. Uns fehlen noch 4 Honeycomb. Alles klar. Gut, das ist nicht mehr so viel, die uns da fehlen. Die müssten wir gleich zusammen haben. Dann haben wir endlich noch ein paar Production Upgrades. Aber erst müssen wir hier die Faust-Ding wieder anschmeißen. Sonst produzieren die nämlich nichts mehr. Und hier ist alles in Ordnung. Gut. Dann die Faust-Jones hier reinstopfen. Nochmal hier der Check. Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Fehlen uns noch 3. Zwei. Einer. Uns fehlt jetzt ein einziger Komp. Fehlt uns noch. Geben wir den mal, die beiden schon mal ab. Fehlt noch einer, genau. Da ist er. Ich gehe aber auf Nummer sicher und hole hier noch die. Guck einfach alle nochmal durch. Sage Manual Submit und dann brauchen wir hier Stringy Comp. Ich wusste es doch, dass da irgend noch ein Haken ist. Stringy Comp kriegen wir aus welcher Biene raus? Diligent, Unwary, Industrious, Derpius. Diligent, Unwary. Diligent, keine Ahnung. Kriege ich die? Common und Cultivated habe ich beides noch nicht. Common ist Forest plus Meadows. Also Moment, ich brauche Stringy Comp. Den kriege ich aus der Diligent. Die Diligent ist Common plus Cultivated. Jetzt habe ich hier natürlich wieder mal einen Zettel vor mir liegen und einen Stift. Schreibe mir auf Common und Cultivated. Was nichts anderes ist, also die Cultivate ist nichts anderes als Common plus Forest. Und die Common ist nichts anderes als Forest plus Meadows. Gut, das habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Entsprechend brauche ich jetzt den Mutagen und den Mutatron. So, die Sawmill kommt hier weg. Hier steht sie im Weg. Kommt dann nämlich nach hier. Alle Seiten dicht. Und dann kann hier hinten der Mutagen-Producer und der Mutatron.
In den mutagenen Producer muss natürlich jetzt nachher auch noch Sch Zeug rein. Aber ich gehe jetzt erstmal pennen, um wieder genug Strom herzustellen. Sehr schön. Die laden sich langsam auf mit Strom. Ich brauche immer 10 hiervon. 1, 2, 3, 4. Die 4 können weg. Die 60 stopfe ich hier rein. Also erstmal den einen kann ich durchjagen, weil ich habe festgestellt, ich brauche genauso viel Strom, wie wenn ich einen davon durchjage, oder? Moment. Mutagen. 1 Million für den Klotz und 1 Million für den. 1 Million für den, 1 Million für den. 1 Million für den. Also entsprechend macht es keinen Unterschied, ob ich erst die hier durchjage oder erst die einzelnen, weil die brauchen immer 1 Million. Das hier wird langsam mehr, das ist gut. Das bedeutet nämlich, dass da hinten immer noch mehr Strom rauskommt, als ich brauche. So, jetzt muss ich kombinieren eine Forest Princess mit einer Meadows Drone. Meadows Drone, Forest Princess. Hier läuft ja noch immer eine Forest drin, also kann ich jetzt hier reinpassen. Princess Drone. Kommt eine Common Queen raus, brauche ich noch entsprechenden Genetics Labware. Und Mutagen. Das dauert halt einen Moment. Gut. In der Zeit kann ich schon mal die Sachen hier wieder reinstopfen. Honeycomb, Mundanecomb. Das kann ich nun so machen. Hier ist noch ein Honeycomb. Okay, gut. Dann gucke ich nämlich jetzt mal eben hier unten in den Store rein, wo ich mir für 64 Honeycomb eine Forest Princess und eine Forest Drone kaufen kann. Dasselbe gilt für die Meadows. Mystical kostet Mundane. Water, Rocky, Attuned, Marshy, Monastic, Valiant, Tropical, Unusual. Also hier gibt es ganz viele. Die Diligent gibt es für Stringy Comp. Common gibt es für 128 und die Cultivated genauso. Also hier gibt es dann einiges an Sachen, die man kaufen kann. Jetzt muss ich aber erstmal einen Happen essen, damit ich hier nicht Schaden kriege, weil ich nicht genug gefuttert habe. Gut. Okay. So wie das aussieht, steht da drüben hier noch ein Baum. Den könnte ich mal abbauen. Okay. Ja. Holz da rein, auch Sibling da rein. 100 Mutagen haben wir schon. Wahnsinn. Such speed. Much wow. Sollte es schneller mehr werden. Ich habe gerade mal die Verbindung hier überbrückt. Das verliert langsam, aber die hier sind. Auch das ist wieder voll, das ist voll. Okay, gut. Also, wir verschieben hier die Energie mit Maximalgeschwindigkeit. Funktioniert das? Dann machen wir das nämlich anders. Den wir hier hin.
Jetzt sollte der sich ordentlich schnell aufladen, weil hier die maximale Energie rausgezogen wird. Sehr schön. Sollte der gleich voll sein. Hier kann ich noch immer nichts bestellen, aber egal. Gut. Dann heißt es hier wieder Honeycomb sammeln und Honeycomb sammeln. Alles hier reinstopfen. Hier ist wieder noch ein Dampfcomb. Sehr schön. Hier ist nichts drin. Das finde ich nicht gut. Da kann ich da mal irgendwie Rocky reinklatschen. Gut. Ja, also das ist halt Be Happy. Es dauert halt hin und wieder mal ein bisschen. Ich versuche nichts ab offscreen zu machen, weil ich finde, das gehört. Also ich bin der Meinung, dass die Zuschauer da auch mit durch müssen, wie der Let's Player auch. Aber es macht ja auch hin und wieder mal ein bisschen Spaß. Ich nehme jetzt hier noch die Meadows Drones mit, die Water Drones, die Forest Drones, Mystical Meadows. Hier die Meadows Drones. Die Meadows Drones hat er auch noch. Und hier ist noch eine Forest. Da kriege ich direkt die Forest Drones. Und hier haben wir noch Water Drones. Die packen wir hier hinten natürlich mit rein. So. Ja. Und jetzt warten wir quasi auf die Stringy Combs. Hier haben wir eine Common Queen. Haben wir hier irgendwo gleich was durch? Natürlich nicht. Hier hinten haben wir was durch. Ich guck mal eben, ob die Common hier arbeitet. Ja, sie arbeitet hier. Weil dann würde ich die gerne einmal hier durchlaufen lassen. Die liefert uns auch Honeycombs, was auch nicht schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn wir dann sagen, okay, wir holen uns hier irgendwo einen Production Upgrade Satz raus, packen den da rein. Oh, weil wir dann damit auch wieder natürlich noch die Chance erhöhen. Gut, ja. Jetzt haben wir natürlich die Water Princess und Water Drones aktuell nicht am Laufen. Sicherheitshalber so lange mal hier in die Kiste. Stoppt man das hier mal rein. Also wenn er genug Energie kriegt, dann läuft er auch deutlich schneller durch. Alles klar. Gut. Hier ist wieder ein Honeycomb. Hier ist ein Rocky Comb. Hier ist noch ein Honeycomb. Hier ist nichts. Hier steht aber schon mal eine Blume. Nehme ich mit. Stattdessen kommt da wieder ein Bäumchen hin. Hier die Combs wieder rein. Oh, nicht zu weit springen. Die Blümchen kommt hier rein. Und dann haben wir das hier erstmal. Mystical haben wir ja auch noch stehen. Okay, haben wir noch stehen. Aber das ist eine analysiert, entsprechend habe ich die mal aus einer Quest gekriegt. Dann packe ich die Drones hier noch rein. Hier haben wir wieder ein Honeycomb. Die kann ich so durchjagen. Hier haben wir zwei Rocky Combs. Okay. Sehr schön. Also es wird so langsam mit den Combs. Haben wir die Möglichkeit, hier frühzeitig an einen Draw-Controller zu kommen? Nein, weil wir dafür Redstone oder Nether-Quartz. Ja, nee, wir brauchen Nether-Quartz dafür. Das ist der. Okay. Ja. Da ist die nächste halbe Stunde gleich wieder rum. Das geht aber heute wieder ein bisschen zügig. Ja. Nach der Aufnahme hier mache ich auch wieder erstmal eine Pause, weil ich doch noch ein bisschen was zu tun habe zu Hause. Ist leider nicht alles nur so
Freizeit. Ich muss aber auch noch ein bisschen was anderes aufnehmen, damit heute wieder alles an Folgen kommt und dann hoffentlich auch heute wieder pünktlich, wie die letzten Tage alles durcheinander und plötzlich kommt alles auf einmal und dann sind 2 Tage an einem Tag, die rauskommen. Ich gebe mir halt jetzt doch hoffentlich wieder Mühe, die Sachen in den von mir geplanten Abständen hochzuladen. Es ist halt nicht so einfach, wenn man die ganzen Features nicht hat. Wie zum Beispiel das zeitversetzte Freischalten. Das heißt, ich mache alles fertig und der YouTube schaltet dann von alleine um 12:30 Uhr frei. Wäre ich froh, wenn das auch für Leute freigeschaltet werden würde, die unter 100 Abos haben. Weil das ist leider die Voraussetzung, die YouTube daran knüpft, damit man das kriegt, dieses Feature, ist, dass man 100 Abos hat. Aber jetzt. Meadows Princess brauchte ich überhaupt nicht, nee. Der kommt, braucht zweimal die Princess. Das gefällt mir jetzt nicht. Ich dann theoretisch noch eine Kombi herstellen müsste. Was ich aber nicht kann, weil ich dafür nicht genug Bienen habe. Schade. Okay. Hier ist wieder ein Honeycomb. Hier ist wieder ein Honeycomb und da hinten müsste auch einer drin sein, genau. Dann stopfe ich die alle mal hier wieder rein. Also von dem Rocky und von dem Mundane fehlen mir jeweils noch drei. Packe ich das mal hier hinten rein. Die Rocky hat die Upgrades drin. Sehr schön. Ja. Ich würde vorschlagen, ich mache heute ganz bisschen kürzer als eine halbe Stunde. Deswegen, ich habe euch lieb. Ihr mich hoffentlich auch. Alles an Anmerkungen unten in die Kommentare rein. Und drückt das Däumchen nach oben. Vergesst nicht, das Abo da zu lassen. Wenn es euch absolut nicht gefallen hat, drückt das Däumchen nach unten, schreibt mir in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Wenn es euch nur so ein bisschen nicht gefallen hat, lasst das Däumchen nach unten weg, aber schreibt in die Kommentare, warum es euch nicht gefallen hat. Das ist für mich hilfreich, für euch dann werden die Videos hoffentlich besser. Entsprechend, ich bin raus.